Merke können da aus dem Konjuchi raus üben. Ihr zieht hier ab, kommt hier rum, steigt ein. Wir werfen und so halten. Ja, oder wurde kam oder was? Nochmal. Wir eigentlich macht man die Technik nicht als Wurf, sondern bin hier und hopp! Okay, so jetzt gibt es manche Leute, die erklären das dann so. Sie gehen ziemlich hier auf der Ellbogen mit der Schulter. Bin ich nicht so der Fan davon, weil wenn er jetzt irgendwie daran anzieht, komme ich aus dem Gleichgewicht. Deswegen bin ich mehr der Fan davon, dass ich hier richtig in die Achselhöhle reingehe. In der Form. Und dann kann ich mehr. Okay? Das wäre eine Möglichkeit, das zu üben. Die andere Möglichkeit wäre, er hat mich jetzt hier vielleicht im Clinch. Ich kann hier mit dem Ellbogen arbeiten. Gehe rein. Oder bin hier mit dem Daumen. Guck mal nach. Bin hier. Gehe hier mit dem Daumen kurz rein. Das ziehe ab. Und gehe in meinen Wurf. In der Fall. Okay? Wenn ein Gegner nicht werfen wollt, oben drüber, was er auch machen könnte, ihr zieht ihn hier an der Seite. Vorbei. Okay? So. Mögliche Anwendung. Hatte ich neulich so eine Situation, Handbefreiung. Aber er könnte ja noch schlagen. Hat er recht? Bumm. Drüber. Gute Technik. Okay? Okay, kommt hier. Hier, eins, so. Dann geht hier rein. Ja. Okay, hier, komm, schlägt. Ihr braucht hier ein bisschen Schwung. Also, Block, Leiten an der Funde durch. Und schritt weiter festhalten, wenn ihr wollt. Aber nicht beide Arme. Auch nicht schlecht. Okay, nein, hopp. Könnt ihr werfen. Ja? In der Form. Okay, probiert es aus. Lasst mich wissen, wie es war für euch. Kanal abonnieren. Döckle, netter Kommentar. Frank hat. Hat er nicht umsonst gelitten. Seht ihr im Training. Bis bald. Ciao. Macht ja nicht.